Ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren und meine Geschwister im Glauben. Ich heiße Ho und das ist mein YouTube-Kanal, Bonnenbusch. Bevor ich beginne, wie ihr jetzt gewohnt seid, ich singe gerne, ich möchte immer mit einem Lied singen, bevor ich beginne. Ich singe für den Herrn und eine Ermutigung für vielleicht jemanden, der zuschaut, jemanden, der gedruckt ist oder bedruckt ist, jemand, der ermutigt für den Herrn. Dass wir jede Haushalten, dass wir alle den Herrn privat, wenn wir alleine sind, unterwegs, also Gruppen, den Herrn einen Lobpreis. Aber einen Lobpreis, nicht mehr, wo wir einen Lobpreis singen, nur für, weil wir singen wollen. Diese Loblieder, so, Lieder so aus unserer tiefsten Dankbarkeit, aus unserem Herzen kommen. Und weil, wenn wir so nur so singen, wenn wir singen wollen, einfach so, macht keinen Sinn. Der Herr macht, wenn wir Dinge tun durch den Geist Gottes. Gott hat die Freude und wir das auch anerkennen und annehmen. So, bevor ich beginne, ich habe ein tolles Lied auf Deutsch und ich liebe dieses Lied. Es ist eine meiner Lieblingslieder auch. Ich singe das gerne auf Englisch. Auf Deutsch ist mir auch lieb. Ich bin da dieses Lied auf Deutsch auch lieb geworden. Und das heißt, dort auf Golgatha stand. Ne. Dort auf Golgatha stand. An sein alter Westkreuz stets ein Sinnbild vom Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hängt ein sehr Herr und in ihm ich das Gotteslamm seh. Schätzen werd ich das alter Kreuz, bis ich Jesus erblick auf den Thron. Ich will heute mich fest an dem Kreuz, an seite dafür eine Kron. Dieses alte Kreuz, von der Welt so verhöhnt, zieht mich wunderbar mächtig an. Hat doch dort Gottes Lamm, das vom Thron zu uns kam, für uns Sünder Genüge getan. Schätzen werd ich das alte Kreuz, bis ich Jesus erblick auf den Thron. Ich will heute mich fest an dem Kreuz, an seite dafür eine Kron. Diesem alte Kreuz bleib auf immer ich treu, trage wirkliche Schande und Höhn. Ernst, er ruft für mich heim, wo ich ewig darf schauen, seine Herrlichkeit vor Gottes Thron. Schätzen werd ich das alte Kreuz, bis ich Jesus erblick auf den Thron. Ich will heute mich fest an dem Kreuz, an seite dafür eine Kron. Schätzen werd ich das alte Kreuz, bis ich Jesus erblick auf den Thron. Und ich will heute mich fest an dem Kreuz, an seite dafür eine Kron, an seite dafür eine Kron. Diesem alten Kreuz, von der Welt so verhöhnt, zieht mich wunderbar mächtiglich an. Hat dort Gottes Lamm, das vom Thron zu uns kam, für uns Sünder geht, Nüge getan. Schätzen werd ich das alte Kreuz, bis ich Jesus erblick auf den Thron. Ich will heute mich fest an dem Kreuz, an seite dafür eine Kron, an seite dafür eine Kron. You reign,
Adonai, you reign, you reign, you reign, Adonai, you reign. Oh Lord Jesus, you reign, Adonai, you reign, you reign, you reign, you reign, Adonai, you reign, you reign, you reign, Adonai, you reign, you reign, you reign, you reign, Adonai, you reign, you reign, you reign, Adonai, you reign, you reign in my life, you reign, oh Adonai, you reign, you reign in my family, you reign, Adonai, you reign, you reign, oh you reign, Adonai, you reign, Jesus, you reign, you reign, Adonai, you reign, you reign, you reign, you reign, Adonai, you reign, oh, you reign, you reign, Adonai, Adonai, you reign, you reign, you reign, you reign, Adonai, you reign, du regierst, Adonai, du regierst, in Deutschland, Adonai, du regierst, oh, du regierst, Adonai, du regierst, oh, in unser Leben, Adonai, du regierst, you reign, you reign, you reign, Adonai, Adonai, you reign, you reign, Adonai, you reign, Adonai, you reign, you du regierst, Adonai, du regierst, Adonai, du regierst, you reign, Adonai, you reign, Adonai, you reign, you reign, you reign, you reign, Adonai, Adonai, you reign, Adonai, you reign, Adonai, you reign, du regierst, Adonai, du regierst, oh Adonai, du regierst, Adonai, du regierst, oh über Deutschland, du regierst, Adonai, du regierst, you reign, you reign, you reign, Adonai, you reign, you reign, you reign, you reign, Adonai, you reign, you reign, you reign, you reign, Adonai, you reign. Oh, der Adonai, der regiert in unser Leben. Adonai, du regierst in mein Leben. Du regierst in das Leben meiner Familie, mein Mann, meine Kinder. Du regierst, oh Adonai. Du regierst in mein Leben. Du regierst über Deutschland, Adonai. Du bist der Herr über Deutschland. Du bist der Herr, der Anfang, der Ende. Du bist der Herr der Anfang, über Deutschland. Adonai, du regierst. Wir danken dir, Adonai. Wir danken dir, Herr. Herr Jesus, wir danken dir für deinen Tod am Kreuz. Herr, wir sagen danke. Danke für deine Liebe. Danke. Danke, allmächtiger Vater. Dank, Ehre, Lob sei dir. In Jesu Namen. Amen. Danke, danke, Vater. Danke, Adonai, du regierst über Deutschland, du regierst in unser Leben, in unserer Gemeinde, du regierst in der Jugend, in die Leben unserer Jugend, in der weltweiten Jugendliche. Herr, du regierst, Adonai. Du bist der Herr. Du bist der Herr, du regierst über Deutschland. Du regierst über Deutschland. In der Gemeinde, in der du regierst. Adonai, du regierst. Dank, Lob, Ehre sei dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bevor ich beginne, mein Thema heute heißt warum hat der Herr Jesus uns versöhnt? Sich uns versöhnt zu dem Vater. Warum? Wozu musste der Herr Jesus am Kreuz gehen? Diese Gnade, diese große Opfer. Warum hat uns gerettet? Es gibt einen Grund, warum. Es gibt einen Grund, warum er am Kreuz ging, uns zu dem Vater zu versöhnen. Warum, was ist die Gründe, warum er uns zum Vater versöhnen wollte, oder uns, wie er zu den Herrn kommt. Warum kommen, wenn wir zu den Herrn kommen? Warum sind wir zu den Herrn gekommen? Es gibt Gründe, warum. Und darüber möchte ich heute reden. Und bevor ich beginne, ich möchte in Epheser 2, Vers 8 bis 9 vorlesen. Ich lese von Schlachter 2000. Aber ich bevorzuge Luther, weil Luther ist eher
am nächsten zu der originalen Schrift. Aber Luther ist ein bisschen schwer für mich zu lesen. Ich mag darum, nehme ich es weiter. Ich lese, das ist Epheser 2, 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist Epheser 2, 8 bis 9. Und nochmal, ich lese nochmal, bitte, wenn jemand zu Hause diese Bibelverse liest, ich bevorzuge das bitte, dass man die ganze Kapitel liest und das ganze Sinn zu verstehen. Ich kann das Ganze nicht lesen, weil ich dann würde zu viel Zeit verbrauchen. Und dann, ich gehe mal 2. Korinther 5, Vers 19. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich sehr versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Das ist 2. Korinther 5, 19. So, diese Gnade ist durch Gnade, hat der Herr uns gerettet. Durch ein Zeichen der Liebe gab er sich für uns am Kreuz. Diese Gnade wurde möglich durch der Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, wo er unsere Strafe bezahlte. Die Strafe unserer Bosheit, die Strafe unserer Selbstsüchtigkeit, Bosheit hat er mit seinem Leben bezahlt. Da er gab sein Leben am Kreuz. Ja, die Strafe, die auf uns gegangen wäre, nahm er diese Strafe auf sich. Obwohl er sündenlos war. Er wollte uns zum Vater versöhnen. Die Strafe, was uns, da war die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist tot. Der Lohn der Sünde ist tot. Und Herr Jesus nahm diese Strafe, was uns da fällig war. Er nahm das auf sich, um uns zum Vater zu versöhnen. Er hat die Strafe von unserer Sünde, die Sünde der Welt, die Welt der Sünde der Menschheit auf dieser Welt, hat er auf sich genommen. Und uns zum Vater zu versöhnen. Darum, christliche Glauben geht ja nicht um Religionen. Jesus geht nicht um Religionen. Vielleicht jemand fragt, oh, es gibt verschiedene Religionen. Ja, aber hier, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit, die unsere Seele retten wird. Die Wahrheit zur Rettung unserer Seele. Das ist, was er angeht. Gott möchte, dass wir keiner von uns verloren geht. Egal, welcher herkommt. Egal, was wir getan haben. Aber wenn wir zu den Herrn kommen, die einzige Voraussetzung, wie ich bis jetzt auf meinem Video immer wieder erwähne, ist Wahrheit und Ehrlichkeit. Wahrheit und Ehrlichkeit. Für diese Gnade haben wir gar nicht dafür. Wir dürfen nicht mitbringen. Nur Wahrheit und Ehrlichkeit. Für diese Gnade hat Gott alleine, Herr Jesus alleine, dafür bezahlt. Weil er sagte hier in Epheser 2, 8 bis 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken. Damit niemand sich rühmt. Dass keiner sagen kann, oh, wegen meiner Schönheit oder wegen meiner, weil ich gut war, weil ich das und das getan habe, dadurch bin ich errettet. Nein. Und diese Gnade hat Herr Jesus alleine dafür gesorgt. Vorgesorgt, dass wir zu dem Vater versöhnen, dass uns zu dem Vater versöhnt werden. Dafür haben wir gar nicht weit getragen. Das ist alles von dem Herrn Jesus allein. Er nahm unsere Sünde auf sich und gab sich am Kreuz, dass wir kommen können. Er nahm unsere Bosheit, die Strafe, die Gott auf uns normalerweise hätte, auf uns da legen müssen, wo wir, genau wie wenn jemand hier in unserer Gesellschaft was Böses tut und angeklagt wird, die Strafe, schuldig gesprochen wird, ihr müsst da zur Strafe, entweder Geldstrafe oder wenn da kommt drauf an, muss ins Gefängnis, manchmal jahrelang. So, genau das. Ja, Jesus hat die Strafe, was uns auf uns fällig war, auf sich genommen. Er nahm diese Sünde auf sich, dass wir zum Vater kommen können. Warum hat er diese große Tat getan? Warum musste er das tun? Weil Gott so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen angeborenen Sohn gab, damit jeder, der glaubt, errettet wird. Das ist Johannes 3,16.
Und in 2. Korinther 5, 21. Da steht nochmal geschrieben, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes wurden. Jesus wurde Sünde für uns. Er nahm unsere Sünde auf sich. Und durch seine Bezahlung am Kreuz sind wir gerecht geworden. Durch was er nahm unsere Strafe. Genau wie jemand da auf dem Beispiel hier in Deutschland, wenn jemand beschuldigt, angeklagt wird, da schuldig gesprochen wird, muss er Strafe oder muss seine Strafe zahlen. Strafe entweder im Gefängnis oder Geldstrafe, wie auch immer. Genau ist Herr Jesus hat das, die Strafe unserer Bosheit, die zu Gott, gegen Gott ist, hat er auf sich genommen. Er nahm das auf sich. Und uns zu Gott, zu sich, er nahm das auf sich, uns zu Gott zu versöhnen. Er nahm die Strafe, die auf uns hätte kommen müssen, nahm er auf sich. Die einzige Voraussetzung, wenn du möchtest, dass diese Gnade in dein Leben wirkt, in Wirksamkeit kommt, dass du diese Gnade, wenn du da kommst, in was er Jesus für uns getan, am Kreuz getan hat, musst du in Wahrheit und Ehrlichkeit kommen. Da ist die Wirksamkeit dieser Gnade in dein Leben Einwirkung, da seine Wirkung da in